Guten Morgen. Ich bin hier. Oh, Miley, nicht an den Ascheimer dran. Ich bin hier wieder beim Frühstück machen. Dachte, ich begrüße euch nochmal, wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ich mache mal das Licht wieder an, es ist schon wieder so dunkel hier. So. Wünsche euch einen schönen Mittwoch und hoffe, es geht euch gut heute. Ja, ich werde jetzt den Müll rausbringen. Und ja, dann legen wir mal los langsam hier. Die Jungs sind auf, der eine hat schon lange gegessen, hat sich heute Morgen schon Eier gebraten. Ich bin noch unterwegs. Ich muss jetzt ein bisschen beeilen, weil wir den Fernseher abholen müssen. Und ich war gerade noch bei TK Maxx. Und da dürfen auch keine Hunde mehr rein. Die haben mich auch schon sehr liebevoll auf aufmerksam gemacht. Aber wirklich sehr nett und toll, wenn wir das alles frisch leicht hat. Weil dort auch Lebensmittel verkauft werden, dass in TK Maxx absolut auch keine Hunde mehr rein. Was mich natürlich ziemlich ärgert, also finde ich nicht so gut. Zumal die Lebensmittel alle verpackt sind. Also, aber naja, was jetzt? Diese Hunde. Oh. Naja, da kann ich schon heute nicht mehr sein. Aber, was soll's, es gibt ja genug andere Geschäfte. Ne? Ich bin ein bisschen beeilen, ich brauche noch ein bisschen. Und dann versuche ich euch die Story zu erzählen. So, hier bin ich wieder. Bin am Essen kochen. Ich habe jetzt Hähnchen geschnetzeltes in die Pfanne gemacht mit Zwiebeln, Paprika und also diese, dieses Pulverpaprika und Nudeln. Da reicht mir aber leider das Wasser nicht. Das muss ich nochmal machen. Ja, und dann werde ich gleich die Nudeln da rein. Ne? Ich weiß noch nicht, ich habe noch ein halbes Schmand entdeckt. Ich sag gerade, ich weiß nicht, ob das noch mit hochlädt. Ich habe gerade eine halbe Schmand entdeckt. Das könnte ich eine halbe. So, will ich mal eben gucken, ob das noch gut ist. Wahrscheinlich nicht. Ich werde mal eben nachsehen. Oh nee, Miley, hast du hier noch Fressen gehabt? Ich habe hier neues Warm gemacht. Warm, ist ärgerlich. Naja, tue ich ihr mit rein. Das müsste ich eh wegschmeißen. Also, sie hat es auch schon aufgegessen. Schön, dann kann ich da noch mal Fressen reintun. Ich hatte nämlich noch von gestern und das könnte sie eigentlich auch noch essen. So, jetzt muss ich mal mehr Fett hier reinmachen. Probiere ich mal eben den Schmand. Nee, ich habe ihr das Fressen noch gar nicht gegeben, Leute. Steht da noch. Und wusste mein Kopf? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das reicht für heute. Ja, dann kann man essen. Alles klar, dann mache ich da nämlich die Soße noch mit von. Das ist ja gut. Dann nehme ich das hier erstmal ein bisschen weiter runter. Das ist nämlich fertig. Jetzt muss ich noch die Soße reinmachen. Und schnell sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich das soweit fertig. Ich zeige es euch gleich, wenn es aufgekocht ist. So sieht es noch nicht so lecker aus. Ich habe den Schmand da rein ein bisschen mit Milch verdünnt, damit es ein bisschen mehr wird. Also ein bisschen mehr Soße. Also das mit TK Maxx ärgert mich echt, dass ich da mit dem Hund auch nicht mehr rein darf. Dann sollen die ihre zwei Süßigkeiten, die da rumliegen, die paar Kekse und die paar Bonbons, sollen sie dann eben nicht mehr da rein tun. Also mal ehrlich, das ist doch ein, also das muss ja nicht sein, oder? Dann sollen sie das da rausholen. Kauft doch eh keiner Bonbons und Kekse, die da liegen. Naja, die Verkäuferinnen waren mega nett, das kann man überhaupt nicht anders sagen. Also alle haben sich bei mir entschuldigt und meinten, sie würden das überhaupt nicht gut finden und würden es auch nicht begrüßen, sind auch alle ganz traurig, hätten natürlich Verständnis dafür, dass Lebensmittel dort sind und die nicht natürlich von Hunden kontaminiert sein dürfen, aber sie wären da auch echt drüber sehr traurig und ja, also die Verkäuferinnen, also ich selten so nette Verkäuferinnen wirklich.
Das war jetzt ganz schnell nochmal hier gezeigt. Das werde ich jetzt abstellen. Das ist fertig. Und die Nudeln kochen. Und dann kommen die Nudeln da rein, wenn die fertig sind. Und für mich, liebe Leute, es ist Zeit, Abschied zu nehmen für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit mir gehabt heute. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Gute Nacht. Das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Seht mal, das ist so abgeblättert hier eben, das eine Stück von dem Nagel. Das konnte man so abziehen. Tja. Also, schade. So, ist fertig. Ich habe jetzt Hähnchen mit Nudeln und so, habe ich alle da rein. Und da wird bestimmt die ganze Familie satt heute. So, wir sind jetzt wieder unterwegs und holen den Kleinen wieder ab vom Fußball. Und dann gucken wir mal. Essen habe ich auch noch nicht gemacht, Leute. Aber mein kleiner Sohn ist auch noch nicht zu Hause, also das schaffe ich bestimmt noch. Aber sie lässt es mit sich machen, ne? Ja. Drückt es noch ein bisschen rein. Guckt, jetzt ist das Auge sauber und das andere auch. Da ist auch eh nicht so schlimm. Dieses ist immer ein bisschen verklebt, aber war auch nicht so viel jetzt. Ja, jetzt ist fertig. Ne, Molly? Ihr habt Wein gemacht, ne? Den Wein gemacht? So sieht das jetzt aus. Er sieht ein bisschen nass aus und fettig und es bleibt jetzt ungefähr für 3 Tage so fettig. Man darf das jetzt auch nicht anfassen für 3 Tage. Muss man mal aufpassen, wenn man sie streichelt. Früher hat sie immer versucht, das abzuwischen im Teppich. Das macht sie jetzt kaum noch. Ja, so sieht es dann aus. Miley muss das ertragen. Ja, ja. Oh, hallo. Und nach dem ganzen Theater bin ich jetzt auch wieder bei euch. Im Übrigen, Update zu meinen Nägeln. Das ist jetzt der zweite, der eine Macke drin hat, habe ich gerade gemerkt. Ja, was soll's. Heute ist Mittwoch, ne? Noch nicht mal eine Woche her. Ja, dann werde ich den Mist jetzt langsam abmachen. Und das ist alles noch so weit ganz gut. Ohne Macken jedenfalls. Die Ränder sind auch schon ziemlich ab. Aber egal. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar andere Sachen von CND bestellt. Das zeige ich euch dann irgendwann und dann versuchen wir das noch mal. Übrigens, bei mir ist jetzt gerade hier mein Milchaufschäumer in Action. Ich werde mir jetzt meinen Kakao machen, YouTube anmachen und ein paar von meinen Mädchen angucken, was die für neue Videos haben. Und dann sehen wir uns später. Ich habe übrigens gerade mein Video ist gerade online gegangen über meinen Insta-Vlog von gestern. Das hat jetzt, ich habe es gestern Abend hochgeladen zu YouTube, das hat jetzt fast 16 Stunden gedauert, bis das Ding hochgeladen ist. Also ist das so schwer, das hochzuladen? Ich verstehe das nicht. Kann man nicht eine Technologie entwickeln, wo das schneller geht, Mensch? 16 Stunden, das ist doch nicht normal. Manchmal geht es schneller, ne? Manchmal geht das in 3 Stunden, lädt das hoch, aber es dauert immer. Also ich habe das Video ist 20 Minuten lang und es dauert immer. Also auch wenn es nur 10 Minuten wäre, dauert es mindestens 3-4 Stunden. Ja, ja, was soll's. Übrigens sagt mein Sohn, ich kenne mich da ja nicht aus, wir haben schon eine normale Internetverbindung, also eine normal schnelle. Ich weiß jetzt nicht, was da normal ist, aber den haben wir nämlich schon oft angeschnauzt, dass er uns endlich ein Internet machen soll, was schneller ist. Aber er sagt, das ist schon ziemlich gut, was wir haben. Naja, finde ich nicht, aber was soll's. Ansonsten, ich werde mir jetzt mal mein Kakao reinmachen. Das können wir nochmal zusammen machen. Sieht dann ja so aus bei mir. Immer übrigens ist meine Tasse kaputt. Ich muss mir unbedingt mal eine größere Tasse kaufen. Ich finde die nur nicht, Leute. Hier, da ist das Henkelding ja abgegangen. Und ich brauche so ein Riesending, damit meine Milch da auch genau reinpasst. Das ist nämlich genau die Portion, die ich immer trinke. Ich finde nur leider so eine Tasse nicht. Ich habe schon überall geguckt. Im Internet habe ich auch geguckt. Aber wohl nicht richtig, ne? Denn es gibt sowas bestimmt. Ansonsten habe ich heute auch nicht so viel mehr vor, also nichts Wichtiges. Ich wollte noch 2 YouTube-Videos drehen, habe ich euch ja erzählt. Ja, im Moment müsst ihr mehr von YouTube ertragen. Also ich erzähle euch halt, was ich so am Tag mache und dann erzähle ich, dass ich das mache. Was soll ich sagen? Kann ich dieses Thema ausklammern, um keine Werbung für mich selber zu machen, weil ich mag das nicht so gerne eigentlich. Aber muss doch sein, Mensch. Ich mag doch so gerne. Naja, auf jeden Fall werde ich das drehen und ich habe auch meine Schwämme hier schon mal gewaschen mit Zitronenwasser, habe ich versucht, die aus
auszuwaschen, meine Beauty Blender. Ich habe hier einen von Real Techniques und einen von Essence, aber die sind beide richtig eklig schon. Also was heißt eklig? Ich wasche sie jeden Tag aus, aber die sind nicht, also die Flecken gehen nicht raus. Ne? Und eigentlich benutze ich ja auch keine Beauty Blender, aber in letzter Zeit schon wieder. Keine Ahnung, ihr wisst ja, ich verändere mich ständig. In letzter Zeit benutze ich die dann doch wieder. Ich habe es ja immer mit der Hand aufgetragen, mache ich auch immer noch, aber so den Concealer und so verblende ich jetzt gern mit den Beauty Blendern wieder. Den halte ich, ne? Ich ändere mich ständig. So, hier unten bin ich wieder. Ich habe das Video abgedreht zu meinem Haul. Und jetzt werde ich mal diese Bürste, die ich auch gekauft hatte, hier hinlegen und meine alte endlich entsorgen. Die ist nämlich schon richtig furchtbar geworden. Und es ist jetzt 13.16 Uhr. Das Wetter ist relativ bescheiden in Hamburg. Es ist zwar nicht regnerisch, aber es sieht so richtig kalt und furchtbar aus draußen. Es ist kein Sonnenstrahl leider heute. Ja, mal gucken, ob ich da überhaupt ein Abendfoto mache für euch. Bei dem dunklen Wetter bin ich da immer nicht so der Fan von, weil dann sind die Bilder immer irgendwie nicht so schön draußen. Und ich müsste es drinnen machen und drinnen wird es ja dann auch langweilig, immer das Gleiche, finde ich. Na, mal gucken. Mein Sohn hat heute Fußball, der Kleine, den werde ich da hinbringen. Das wird sicher heute nicht ausfallen. Das Wetter sieht jedenfalls nicht so aus. Ich weiß nicht, die spielen auf Rasen und ich glaube, das geht. Oder spielen die auf Grant heute? Heute ist Mittwoch. Nein, heute spielen sie auf Grant und das ist, glaube ich, möglich bei den Wetterverhältnissen im Moment. Es ist ein bisschen Schnee, der liegt nur auf den Autos, aber auf dem Rasen oder auf dem Grant bestimmt nicht mehr. Und dann habe ich kein Hackfleisch mehr. Ich wollte unbedingt heute Hackfleisch braten. Muss ich noch mal gucken, ob ich das noch irgendwie kaufe. Denn da kann Miley ja immer nicht mit. Ich werde mit ihr dann rausgehen. Und ich hatte eigentlich vor, Hackfleisch zu braten heute. Ja, das muss ich mir noch mal überlegen. Bis später. Leute, ich habe so kalte Füße heute. Ihr glaubt das nicht. So kalt. Boah, ist das kalt. Echt, echt kalt. Kein Wunder, dass ich kalte Füße habe. Miley jagt Vögel und Eichhörnchen gerade. Wenn sie rausgeht zum Pipi machen in den Garten, muss sie erstmal die Vögel und Eichhörnchen verjagen. Eiskalt, eiskalt. Guckt mal. Sieht so richtig winterlich aus. Keine Sonne mehr. So, Pipi ist erledigt. So kalte Füße habe ich. Werde mir jetzt erstmal dicke Socken holen, weil ich habe schon den ganzen Morgen eiskalte Füße und das ist sehr, sehr unangenehm. Das ist gerade wieder meine Maiswaffeln. Ich liebe die in letzter Zeit. Ihr glaubt gar nicht, wie viel ich davon weg esse. Bestimmt in 2 Tagen ein Paket. So. Ist egal vom Buch. Ist egal, aus welchem Laden. Die schmecken eh alle gleich. Ob Lidl, Aldi, Rewe, keine Ahnung. Ich glaube, Aldi hat die auch gar nicht. Weiß ich jetzt nicht. Herrlich. Hallo meine Lieben, ich habe ein neues Video gedreht und zwar habe ich einen Concealer-Vergleich gemacht. In der Kamera jetzt bei euch sieht das richtig weiß aus, gefällt mir jetzt gar nicht, muss das wahrscheinlich nochmal abpudern. Und zwar habe ich 2 Concealer gegeneinander antreten lassen, einmal den Fit Me Concealer, den ich letztens im DM-Haul gekauft habe und den Löscher. Beides allerdings auch in verschiedenen Farben, deswegen sieht es wahrscheinlich jetzt hier bei euch in der Kamera ein bisschen eigenartig aus. Aber wenn euch das Video interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen würdet. Das Ergebnis sage ich euch natürlich jetzt schon und zwar benutze ich beide. Ich trage erst den Fit Me Concealer auf dem kompletten Auge auf und den Löscher dann hier unten in meiner Augenfalte, um das zu kaschieren. Und das klappt sehr gut. Der Löscher verursachte bei mir einen Juckreiz leider, deswegen mache ich das nicht mehr. Aber auch weil mir der Fit Me Concealer und in der Kombi mit dem anderen, mit dem Löscher sehr gut gefällt. Ja, und bis nachher. Und liebe Leute, das Video ist natürlich noch nicht online. Ich habe es ja eben erst gedreht, aber ihr seid ja immer ganz aktuell dabei, was ich so den ganzen Tag über mache. Deswegen sage ich euch das jetzt schon. Das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe gerade ein Video am Hochladen. Das ist ja mein Haul gewesen. Vielleicht kommt das neue Video erst morgen früh, dann gegen Mittag morgen heraus, was ich jetzt um Zielervergleich drehen. Was war das? Irgendwas Schlimmes ist runtergefallen. Werden wir gleich sehen. So, liebe Leute, ich mache jetzt hier mal alle Lichter aus. Ich habe 2 Bildschirme immer an für die YouTube-Videos. Sollten wir mal hier Licht anmachen, damit ihr mich besser seht. Na, komm schon, ich kriege das Licht nicht an. Na gut, ich habe ja immer 2 Videos an. Geh doch an, du doofes Licht. Nö, will nicht an. Okay, hilft nichts, dann muss ich so runter.
Ich habe ja immer zwei Lichter an für die YouTube-Videos. Da gehe ich mal ein bisschen wieder nach oben. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Vielleicht mache ich nur eins an. Naja, muss ich mal sehen. Jetzt gehe ich jedenfalls mit Miley raus. Was kochen muss ich auch noch. Und dann sputen wir uns mal ein bisschen. Mir fällt gerade ein, ich muss ja meinen Sohn zum Training bringen gleich. Das mache ich dann. Und von da aus gehe ich wieder zu Fuß zurück. Wie jeden Mittwoch. Später. Ich versuche gerade Kartoffelsalat zu essen, bevor ich losgehe. Ich habe nämlich Hunger und habe ich euch gezeigt schon, ne? Kauf den manchmal von Lidl. So für den Löffel zwischendurch ist er immer gut geeignet. Ja, wir gehen gleich los. Draußen. Ich habe gerade meine alte Schule besucht mit euch zusammen, sozusagen meine Grundschule von der 1. bis zur 4. Klasse. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal in mein Live-Ding reingucken. Ich habe das online gestellt. Und ja, aber die meisten von euch haben das ja wahrscheinlich auch schon im Sommer gesehen. Habe ich es euch ja auch schon mal gezeigt. Ich komme dann immer vorbei. Deswegen, manchmal kann ich nicht anders, ich gehe da rein. So, jetzt gehe ich langsam nach Hause und bis später. By the way, mein Outfit ist noch gar nicht gezeigt. Ich habe diese Keilstiefeletten an und diese Hose mit dem Streifen, meine schwarzen Wintersachen oben drüber. Und so laufe ich hier durch die Gegend. Bis später. Hallo Leute, ich bin jetzt wieder im Einkaufszentrum. Ich habe gerade in meiner Tasche gewühlt, ob ich Überweisung, die wollte ich noch abgeben. Ich hatte mir Schuhe bestellt bei eBay und ich habe die Überweisung aber zu Hause liegen lassen. Naja, egal, muss ich dann morgen früh bringen. Die buchen die Überweisung sowieso erst bis 11 Uhr, glaube ich, ab. Das schaffe ich dann gut morgen früh mit Miley, macht das. Dann sehen wir uns nochmal. Ich sag mal klatschen morgen. Ja, meine großen Jungs, die sind auch so ein bisschen Selbstversorger. Die machen sich ihre Sachen dann auch gerne selber, wenn es sein muss. Und wenn sie was Besonderes wollen, wie Eierbraten oder so. Der muss ja heute Morgen zur Baustelle, weil mein anderer Sohn erstmal seine Tochter zur Schule bringen muss. Und die Arbeiter sind heute zwei krank, glaube ich, und einer kommt nicht, irgendwie so. Deswegen muss mein Kleiner hin die Baustelle aufschließen, bis mein großer Sohn dann kommt. Und sind sie, glaube ich, heute nur zu zweit. Ja. Ja, das war der Sohnemann eben. Was würde ich denn jetzt machen? Ah ja, sie bellt, weil sie draußen was hört. Er ist nämlich kurz beim Auto irgendwas zu holen. Keine Ahnung, dann wollte er nochmal wiederkommen. Das hört sie draußen. So, Butter. Und Käse. Miley! Dann muss ich noch mit zum Müll jetzt weiter. So, ich bin jetzt dabei, die Asche noch auszubrennen. Machen wir zusammen. Und Stern. Was ist das? Meine Blätter. Die Mülldinger sind ja bei uns draußen. Wo ist das kalt? Naja, so kalt auch der nicht, aber kalt. Ja, die Mülldinger noch da. Ja. So ein Müll ist noch an der Straße. Wie sieht das denn? So. Ach,
kalt. So, ich bin jetzt dabei, meine ihr Fressen zu geben. Dafür wasche ich die jeden Morgen aus. Und dann kriegt sie ihr Fressen. Ihr wisst ja, ich gebe ihr immer das von Lidl, obwohl sie davon nicht so begeistert ist. Ich wollte ja immer mal ein anderes ausprobieren. Das von Caesar sollen die Hunde ganz gut fressen. Aber ich bin ja immer noch da drauf, in der Hoffnung, dass ich Trockenfutter verfüttern kann. Wir müssen wieder Licht anmachen, schon wieder so dunkel, ne? Weil ich das mit dem Nassfutter ja überhaupt nicht mag. Oh, jetzt ist schön. Oh, schön hell. Weil ich das ja, sie frisst ja diese große Dose nicht. Also Hunde, Mutter, Probleme, entschuldigt bitte, falls sie keinen Hund haben, ist das natürlich jetzt uninteressant. Die frisst das ja nicht und ich muss das dann immer portionieren. Ich friere das dann ein, so eine Riesendose. Die kostet übrigens bei Lidl, weiß ich nicht, 89 Cent. Die hat sie früher sehr gerne gefressen, aber was heißt sehr gerne? Also ohne Probleme gefressen, macht sie aber zunehmend nicht mehr. Und sie frisst auch nur die eine Sorte mit Rind. Alles andere macht sie überhaupt nicht. Es gibt noch mit Wild und mit Geflügel, aber das macht sie auch nicht. Naja, was ich sagen wollte, ich mache ihr das jetzt immer, ich friere ihr das ja immer ein in Portionen, weil man darf das nicht so lange im Kühlschrank lassen, nur einen Tag. Und dann hole ich ihr das immer aus dem Eisschrank raus und dann kriegt sie das. Frisst sie aber nicht gern. Also das kann man jetzt nicht behaupten. Aber sie hat Hunger, glaube ich. Sie wartet hier schon ganz gespannt. In der Hoffnung, dass ich ihr das jetzt gebe. Und ich hoffe wiederum, dass sie es dann auch frisst und es nicht wieder bis Mittag steht. So, und dann habe ich vor, nachher einen Haul zu drehen für euch auf YouTube. Den müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich habe nämlich im 1-Euro-Laden geshoppt gestern und die haben ganz viele tolle Beauty-Sachen gehabt. Auch Markenartikel, das haben die übrigens öfters, deswegen gehe ich ja so gern dahin. Die zeige ich euch nachher im Haul. Den werde ich nachher abdrehen und dann laden, aber mein YouTube-Video, mein Vlog von gestern hat immer noch nicht, der ist immer noch nicht hoch, also ich verstehe es auch nicht. Mann! Aber das kriegen wir schon alles hin. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal für heute Morgen. Ich werde hier noch sauber machen, es sieht immer noch schlimm aus. Ich habe das durch das ganze Drehen jetzt wieder heute Morgen nicht hingekriegt. Normalerweise bin ich immer schon fertig um diese Zeit. Die Leute sind alle aus dem Haus und ich und Miley sind alleine. Ich werde sauber machen, das dauert bestimmt eine Stunde. Und dann muss ich nochmal eine Wolldecke waschen, weil Miley heute Morgen sich so sehr gefreut hat, als sie mich gesehen hat, dass sie ein bisschen darauf Pipi gemacht hat. Was aber nicht schlimm ist und was auch völlig normal ist. Wenn Hunde sich freuen, verlieren sie immer ein bisschen, ein paar Tropfen. Aber das habe ich nicht so gerne. Deswegen schmeiße ich die eben in die Maschine und ja, dann weiß ich noch nicht. Dann drehe ich irgendwann gegen Mittag, denke ich mal wieder. Habt einen schönen Tag. Hallo, hier bin ich wieder. Ich werde jetzt Mileys ihr Mittel in den Nacken tun gegen Flöhe und andere komischen Dinge, die in Hundefell sich einlagern können. Steht hier, glaube ich, auch alles drauf. Ich habe jetzt meine Brille und nicht Schmetterlingsmücken. Oh, das vergrößert ja schön die Kamera. Das ist ja toll. Wenn ich die Kamera drauf halte, dann kann ich das alles schön lesen in der Kamera. Ihr seht es alles stechlingen und weiß eh nicht was. Und das mache ich jetzt in den Nacken. Das muss man eigentlich so alle 4 Wochen machen. Das ist bei uns aber schon mehr als 4 Wochen her, als ich das gemacht habe. Und das werde ich jetzt mal mit euch zusammen machen. Das kommt in so einer Pipette, hätte ich jetzt fast gesagt, in so einem Ding. Das muss man jetzt, da muss ich jetzt den Deckel auf der Seite reindrücken, damit das aufgeht. Und dann mache ich ihr das ins Fell. So, jetzt mache ich das. Die weiß schon, was passiert und will das jetzt überhaupt nicht, dass ich das mache. Aber das machen wir jetzt mal, Miley. So, ich werde jetzt das Fell... Nein, dreh dich mal um, komm. Ich werde jetzt gleich das Fell hier am Nacken so aufmachen. Das geht natürlich mit einer Hand nicht so, dass ich ihre Haut richtig sehe. Und zwar am Nacken natürlich, damit sie sich nicht ablecken kann. Und genau hier werde ich das jetzt platzieren. So, hier werde ich das jetzt reindrücken. Sie zittert wie Espenblau, aber das muss sein.
So, und nachdem das erledigt ist, werde ich ihre Augen nochmal auswaschen. Das mache ich immer mit einem warmen Schwarztee. Manchmal auch mit Kamillentee, den habe ich aber jetzt gerade nicht da. Und ihre Augen sind ein bisschen verklebt. Das ist bei Hunden ganz oft. Ist auch nicht schlimm. Ich habe es dem Tierarzt gezeigt. Und er sagt, ich soll das mit Schwarztee oder mit Kamillentee auswaschen. Dann empfehle ich so ein Taschentuch oder ein Wattepad. Das habe ich jetzt gerade hier unten nicht, deswegen Taschentuch. Und dann wische ich ihr die Augen einmal damit aus. Begeistert ist sie nicht, aber das muss sein. So, und dann gucke ich erst natürlich, ob es auch nicht kalt, ob es nicht zu heiß ist. Gewöhnen sie langsam dran und dann wische ich langsam so ein bisschen ihre Augen vorsichtig aus. Erst, erst das eine Auge. Ja. Und dann das andere. Melli, komm. Ich versuche sie immer so ein bisschen mit harten Worten dazu zu bewegen, dass sie nicht wegläuft, dass sie ihren Befehl zu erteilen, das kennt sie auch schon. Ich mache das öfters. Dann halte ich es ein bisschen drauf, versuche auch den Tee so ein bisschen ins Auge zu bringen, dass es ein bisschen desinfiziert. Das macht nämlich schwarzer Tee, der beruhigt und desinfiziert das Auge. Das wusste ich übrigens schon vorher, das habe ich auch bei meinen kleinen Kindern und bei mir gemacht, wenn meine Augen tränen. Das hilft ganz gut, Schwarztee. Wenn man den in die ein bisschen in die Augen bringt. Ja, das kennt sie schon und großer Fan ist jetzt davon nicht.